So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 22. Ja, hab gerade die 132. Folge von Creative Server Let's Play aufgenommen. Holy shit. Ich mal gucken, ob wir irgendwann mit unserem Clicker Hero Let's Play unser Creative Server Let's Play aufholen. Das wird aber nicht passieren, wahrscheinlich. Nee. Wahrscheinlich eher weniger. Ausnahme würde die Gesamtfolgenanzahl, dann hätten wir ja schon 96 vom alten Let's Play, jetzt plus jetzt hier nochmal 20 Folgen, hätten wir schon über 100 Folgen. Dann wäre es realistischer, aber ich sag mal so, nein. So, wir haben fast 2E17, also tatsächlich weniger als. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich habe mit dem hier relativ zeitlich wieder aufgehört, weil nach unserem, also nach der letzten Folge lief das Ding jetzt noch 2 Stunden und danach habe ich dann auch schon angefangen mit den ganzen Creator Server Let's Plays mal wieder aufzunehmen. Hab gerade 6 Folgen aufgenommen und dementsprechend hier eher wenig passierenderweise gemacht. Dennoch, wenn wir jetzt einfach mal senden und loslegen. Wieder. Ansonsten, was hat sich hier? Mal gucken. Ja, ist auch egal. Genau. So, unsere Söldner sind fertig. Naja, einige, ein paar. Weg, weg. Die anderen laufen noch, sehr schön. Naja, sehr schön ist anders, aber immerhin tun die überhaupt irgendwas. So, ich schicke die alle nochmal auf eine weitere 4-Stunden-Mission. Einfach, wie gesagt, inhaltlich sind die mir jetzt mittlerweile egal. Wir leveln jetzt einfach nur erstmal weiter hoch. Also ich schicke die immer wieder auf 4-Stunden-Quests, um die ein bisschen hoch zu leveln. Damit sie uns irgendwann mal vielleicht wirklich ein paar Rubine beschaffen. Weil derzeit, es ist halt sinnfrei. Ich meine, hier eine 8-Stunden-Quest und es ist gerade mal 44% Wahrscheinlichkeit, dass er ein Rubin bringt. Also, ja. Lassen wir einfach mal im Raum stehen. So, wir stattdessen gucken erstmal zu allererst mal hier Apfelmus-Salat. Was wir hier kaufen? Dazu würde ich mal sagen, wir wechseln mal hier und gehen mal bis E17. Okay, wir machen jetzt mal alle auf 1E8 und dann gucken wir weiter. Gott, ich dachte, wir könnten ein bisschen mehr kaufen hier. Ja, man merkt schon, es war eine relativ kurze Session. So, dann gucken wir mal, was wir bei den anderen hier machen können. Die kriegen wir alle locker auf Level 50. Das ist sehr schön. Dann ziehen wir einfach mal alle einmal auf Level 50 und gucken dann weiter. Ach, kommt dich auch, ganz ehrlich. So. Und 1, 2, 3, 4. 4. So. Okay, jetzt haben wir schon mal. Jetzt haben wir überall eine solide Grundbasis. Stimmt nicht ganz. Bei Jaggernaut fehlt noch. Den geben wir auch mal hier noch ein paar Level. Tja, und schon wird's teuer. Gut, und jetzt können wir tatsächlich die hier alle mal auf Level 2E8 hieven. Und dann sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. So. Mehr bringt wahrscheinlich nichts. Höchstens noch Admin. Dass wir sagen, okay. Aber der ist halt auch scheiße teuer.
Nee, komm, lass mal so. Wir haben jetzt bereits über 100%. Ich weiß, gilt nur für die ersten paar Level, weil ne, danach die Wahrscheinlichkeit nimmt ja immer weiter ab. Aber wir haben zumindest erstmal eine solide Grundbasis. Alter, null Transcendent-Power. Oh, wow. Alter, wir sind gerade Level 100, obwohl wir noch keinen einzigen Hero haben. Wir haben noch nicht mal Zit. Läuft auf jeden Fall. Wenn ich jetzt noch den reinmache und noch meinen eigenen Autoklicker aktiviere, dann geht es hier aber ab. Den schaffen wir nicht sogar. Lol. Na gut, okay, ich meine, wir haben jetzt auch massig Zeit mittlerweile für den ersten Boss. Wie viel haben wir eigentlich? Weil hier weiter unten, ne? Nee, nee. Wer ist denn der, der für den Boss verantwortlich ist? Für die Bosszeit? Der hier? Ah, ja doch, ja, plus 80 Minuten. Seht ihr, bei mir, übrigens hier bei meiner Tablet-Version, das ist einfach krank. Ich habe mittlerweile für einen Boss. Ja, komm. So, für einen Boss habe ich einfach mal 1200 Sekunden Zeit, wenn ich auf Level 1 bin. Wie gesagt, es wird ja später im weiteren Level, ne, umso weiter man im Level ansteigt, desto weniger Zeit hat man pro Boss. Das heißt, jetzt derzeit bei Level 93.700 habe ich noch 800 Sekunden für einen Boss. Aber bei Level 1 wären das dann so ungefähr 1100 bis 1200 Sekunden. Das heißt, ich kann mir, ich hab für einen Boss, ja, mehr als eine Viertelstunde Zeit, um ihn zu besiegen. Ist ein bisschen mehr als die anfänglichen 30 Sekunden. Mann, Alter. Oh. Alter, bei meiner Tablet-Version sterben gerade schon wieder die ganzen Söldner. Ich habe noch einen Söldner auf Level 13. Alles andere. Jetzt habe ich auch noch einen auf Level 3 und einen auf Level 1. Und der auf Level 1 darf jetzt erstmal noch einen Söldner holen. Und da brauche ich noch einen Söldner. Das heißt ja, der nächste muss dann auch erstmal wieder einen Söldner holen. Ey, ich hasse es, wenn Söldner sterben. Ey, aus voll Scheiße und so. Bei uns ja hier genauso. Bei uns sind ja hier auch die Söldner gerade eher so, ne, alle noch Anfang Level, weil wir uns hier andauernd welche gestorben sind. Einer schon Level 2. Ja, wow, wir haben zwei Level 2 und drei Level 1. Das ist ja voll, ist ja hier, ist ja. Boah, ey. Damit kannst du richtig was reißen. So, was wir zuallererst natürlich machen hier, direkt kaufen. Direkt kaufen. Ja. So. Na komm. Danke. So, haben wir eine solide Grundbasis. Dann holen wir jetzt nochmal die ganzen Vergoldungen hier. 4600. Ich weiß gar nicht mal, auf welchem Level wir überhaupt gerade waren. Auf jeden Fall relativ weit. Open All. So, mal gucken, ob wir wieder 150 dazu bekommen. Na doch. Na, nee. Wir hatten 460, ne? Am Anfang. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal 800 bekommen. 80. 800. Ja, wie gesagt, war auch eine kurze Ascension. Von daher. Die jetzt wird wieder ein bisschen länger dauern. Mal gucken. Das Schöne ist, dadurch, dass ich selber hier nicht mehr aktiv eingreife in das Spielgeschehen, sondern den Browser einfach minimiere, kann der Browser einfach im Hintergrund weiterlaufen. Weil das Schöne bei dem Game ist, wenn man das minimiert, also der einzige Wermutstropfen, den man hat, ist halt die Leistungsaufnahme. Und das ist halt, wenn man das minimiert, zumindest reduziert.
da braucht dann Flash nicht mehr ganz so viel Leistung. Das heißt, wenn der Browser wirklich im Hintergrund minimiert ist, merkt man das quasi gar nicht mehr von der Gesamtperformance des Systems. Ja, oh, ein Fisch. Wir haben einen Fisch bekommen. So, wie sieht es denn hier mittlerweile aus? Oh, fast 3 Minuten Laufzeit und der hat dementsprechend auch. Na ne, der hat gerade mal 2 Minuten Laufzeit. Mit 3 E7 Gold. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, ich habe vergessen, das Ding zu aktivieren. Hä? Das war bereits aktiviert. Von was ist das denn? Hm. Interesting. Ist ja auch egal. So, ein neuer. Ist ja auch egal. Ich komme, wie gesagt, die Dinger hier, die gehen mir mittlerweile. Oder eigentlich schon seit langem, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass mir die Dinger hier komplett am Arsch vorbeigehen. Da brauchen wir nicht weiter, uns nicht weiter drum kümmern. Tja, wir haben jetzt eins. Also fast 2E17 an Hero Souls gehabt. Eieieiei, das ist gerade mal Anstieg von 1E2. Gott, davor hatten wir 1E4 und jetzt gerade mal 1E2. Also bei der Ascension muss ich echt die wirken lassen. Also ich hatte wenigstens gehofft, dass wir so 1E3 schaffen. Jetzt quasi die Ascension bis 1E20 schaffen. Dass wir halt ne Aufstieg von 3 Nullen haben, also das Tausendfache. Ach, hier steht's ja, genau. Wir haben weniger als 1000 Level geschafft. Ist aber nicht sehr viel. Tja, 1C20 wäre schon schön. Ja, wie gesagt, zur Not, jetzt eine Ascension, dann heute Abend nochmal eine Ascension, morgen garantiert auch nochmal mindestens 2 Ascension. Und dann morgen Abend, dann gucken wir mal, ob es sich tatsächlich noch lohnt weiterzumachen oder ob wir nicht sagen, okay, morgen Abend, nee, Feierabend wie Transzenden. Müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, frühestens morgen Abend, so lange möchte ich mir Zeit lassen mit der Transzension hier. Und dann, wie gesagt, gucken wir weiter, wie es dann läuft. Tja. Minus die Monster. Lol. Läuft auf jeden Fall. Ich sag ja, das mit Kumawakamaru hat sich überhaupt nicht gelohnt. Den hätten wir eigentlich so direkt lassen können, hätten wir jetzt auch schon null Monster bei weitem gehabt. Dafür die ganzen Ancient Souls ausgegeben zu haben, naja. Wie gesagt. Die nächsten Ancient Souls, die lassen wir auf jeden Fall hier bei ihm wirken und die können wir noch ein paar denn verwenden, wenn ein paar übrig bleiben hier für Senk Akan. Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall, der hier braucht keine mehr. Wo wir dann wieder auf jeden Fall investieren, ist bei Admin. Also bei dem hier. Der für Admin. Die Beine breit macht. Und natürlich hier. Aber da dann erst wieder, wenn wir eine ganze Menge Ancient Souls haben, dann natürlich irgendwann auch wieder bei Ponyboy. Aber die Sache ist halt, die kostet ein Level alleine schon 7. Das heißt, er ist halt einfach schweineteuer. Gut, die werden alle schweineteuer, mal ganz davon abgesehen. Wenn hier kostet auch jedes weitere Level jetzt mittlerweile 6, also teuer sind sie alle, teuer werden sie auch alle. Aber eben, wenn wir halt hier ein Level kaufen, also hier ein paar Level kaufen und hier ein Level, paar Level kaufen, die sind halt noch alle Level 0, das heißt, dann haben wir frisches Blut quasi. Ich hoffe, das bringt denen ein bisschen was. Vor allem, da wir die nächste Transcension auch im Idle-Modus spielen, also ab der nächsten Transcension im Idle-Modus weitermachen werden, bin ich sowieso gefragt, wie das denn, wie sich das denn, ja, wie wir uns da schlagen. Weil im Idlen ist man leider nicht mehr so super kräftig wie halt beim Aktivspielen. Da müssen wir dann schauen, ob wir da auch noch so super gut vorankommen.
Ich meine, gut, ich meine, wir können es ja probieren. Wie gesagt, die nächste Transzension auf jeden Fall idlen. Und wenn wir dann merken, okay, nee, bringt nichts, idlen ist doch kacke, ja, dann machen wir halt die übernächste Transzension wieder aktiv. Ich meine, sagt ja keiner, dass wenn wir jetzt einmal idle passiv spielen, dass wir dann für immer passiv spielen müssen. Weil ich meine, selbst wenn wir hierfür Sachen ausgeben, ja, wir können einfach, wenn wir Transzenden sagen, okay, Respec, dann bekommen wir die auch wieder. Da müssen wir zwar alles hier neu machen, aber pff, das ist ja keine Hürde. Von daher können wir da ein bisschen rum experimentieren und gucken, was am effektivsten ist. Also, was fürs Let's Play am effektivsten ist. Jo. In dem Sinne würde ich mal sagen, das war's für die Folge eigentlich schon wieder. Mein Gold, gibt keiner. Tja, ich habe auch überlegt. Ach Scheiße, siehst du? Ah, ich habe gerade Creator Server Let's Play aufgenommen und da wollte ich eigentlich noch was machen, was ich jetzt vergessen habe. Egal. So, ja. Genau, das war's erstmal. Hier läuft soweit alles. Wir haben denen alle Guilds gegeben. Autoklicker ist drauf. Hier sind die Autoklicker drauf. Söldner haben wir. Ja, haben wir alles gemacht soweit. Ja, gut. Na dann, würde ich mal sagen, minimieren und Gott, das war eine. War jetzt eine ganz schön kurze Folge, oder? Egal, ich meine, es ist mir persönlich auch ganz recht. Ich meine, ich habe jetzt gerade 6 Folgen Creative Server Let's Play aufgenommen. Meine Stimme ist nicht mehr die jüngste. Von daher würde ich mal sagen, schau mit V und man sieht sich dann wieder. Ihr jungen Leute, ihr. Corona.